Ist auf jeden Fall ein Rübling. Das erkennt man immer ganz gut, die Rüblingsgattung. Da kann man den Stiel 360 Grad drehen, ohne dass er zerbricht und auffasert. Hier zum Beispiel ist jetzt auch die graue Farbe sehr ausgeblichen. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass es der Horngraue ist. Mhm. Ganz sicher kann ich das auch nicht sagen. Das müsste man noch mal bestimmen. Aber es ist auf jeden Fall zur Gattung Rübling gehörend. Wie machst du das selber, wenn du dir unsicher bist? Vielleicht ist ein ganz guter Tipp für Einsteiger auch, wenn man sich unsicher ist, wenn man eine extra Box hat, dass man die da reintut. Hm. Damit, wenn man jetzt zum Beispiel aus Versehen einen Knollenblätterpilz gesammelt hat und da bricht wirklich was von ab und landet unter den Speisepilzen, dann kann das gefährlich werden. Und die, wo man nochmal ein Auge drauf werfen muss, die kann man dann entweder dann auch zum Pilzsachverständiger bringen oder dann selbst nochmal im Buch nachbestimmen. Hm. Okay. Aber da braucht man dann auch beim Bestimmen in Büchern auch schon eigentlich ein bisschen Grunderfahrung. Ja, ja, sehe ich eine. Das sieht irgendwie auch so richtig pilztypisch aus, oder? Junge Bäume. Letztes Mal standen hier ganz viele Täublinge drin. Hier sind auch welche wieder. Ah, guck mal, hier ist sogar einer mit so einem ganz roten. Das ist ein Pilz aus der Gattung der Täublinge. Auch ein sprödblättriger Pilz, wie der Milchling vorhin. Täublinge sind tricky zu bestimmen, weil diese Hüte teilweise sehr veränderlich sind. Die können dann mal, wenn es ein violetter Pilz ist, auch mal in gelbe gehen. Oder wenn es ein grüner Pilz ist, dann auch mal einen rötlichen Schimmer kriegen. Also auch ein Pilz, wo du sagst, lieber Finger von lassen, gerade als Einsteiger. Es geht. Eigentlich ist es ein guter Einsteigerpilz, weil den kann man gut erkennen. Das ist ein Pilz, der hat einen ganz normalen Hut. Ganz normale Lamellen, dann hat es einen Stiel ohne Merkmale. Auch auf dem Hut sind nie Schuppen bei Täublingen. Vor allem ist das ein gutes Merkmal. Das kann man immer machen. Wenn es splittert, dann weiß man gleich Täubling, wenn keine Milch rauskommt. Und man kann die Täublingsprobe machen. Das mache ich jetzt auch mal bei dem. Einfach ein bisschen was vom Fleisch. Vordere Zungenspitze ein bisschen zerkauen. Jetzt wird es scharf und dann weiß man, den nimmt man nicht. Den nimmt man nicht? Mhm. Okay, alles klar. Geil. Geil. Ja, und die Probe natürlich immer ausspucken. Geil. Ich wollte dich gerade fragen, ob ich auch mal reinbeißen darf. Nee, lass ich jetzt. Ja, wenn du Chili magst. Ich mag gern scharf, ja, aber ich. Ja, du kannst es probieren. Aber musst du halt ausspucken. Ja. Aber das wäre halt die Täublingsprobe. Reinbeißen. Mal 10 Sekunden drauf rumkauen. Wenn es mild bleibt, sogar leicht nussig schmeckt, sehr guter Speisepilz. Wenn es scharf wird, wahrscheinlich giftig. Crazy. Ja, ja, okay. Aber ja, schön, das auch mal zu zeigen, wie man eine Täublingsprobe macht. Geil. Ja. Das sind wieder Edelreizger. Symbiosepilz mit der Kiefer und hier mal richtig schöne Prachtexemplare. Das ist auch was für den Fleischesser. Die nimmt man nämlich, da nimmt man nur die Hüte. Wenn man den jetzt hier so abschneidet, der ist übrigens komplett madenfrei, das ist perfekte Qualität, dann kann man den so, wie der ist, als Steak braten. Einfach beidseitig scharf anbraten und dann hat man ein kleines Pilzsteak. Ist nicht dein Ernst? Doch. Und schmeckt nach Fleisch? Na, also ist ein Fleisch da? Ist würzig, leicht bitter, ist auf jeden Fall ein Heilpilz. Die Milch wird gerade untersucht, dieses orange Zeug hier. Ja. Da hat man schon festgestellt, dass es komplett voll mit Heilkräften ist, Antioxidantien. Es wirkt antiviral, antibakteriell und ist richtig gut. Da muss man nur aufpassen, sich nicht erschrecken am nächsten Tag. Das Pipi verfärbt sich auch so ein ja. bisschen orange-rot mäßig, dass ja. man dann nicht denkt, man ist dehydriert, das liegt dann am Pilz. Ein richtig guter Speisepilz. Einer der besten und für Anfänger unverwechselbar wegen der roten Milch. Sobald er quasi diese orange Farbe rauskommt, weißt du, ja, der ist es. Der ist es. Ja, und das ist hier so eine Stelle, hier wachsen immer Reizgar und ich bin froh, dass es immer noch so ist. Die Dürre hat nicht alles vernichtet. Macht man den jetzt, schneidest du den nur so, wenn du ein Steak braten willst oder nimmst du komplett immer ab? Der kann weg. Der Stiel. Der. Okay. So, die Löcher verdecken immer. Warum verdeckt man die Löcher? Damit das Myzel in der Erde nicht austrocknet. Da ist die Verbindung zum Pilz, da wächst er dann raus. Ja. Und wenn man das wieder schön abdeckt, dann kommt die Sonne nicht ran.
und der Pilz wird nicht gestresst bzw. sogar geschädigt. Jetzt gucke ich mal, ob ich was gelernt habe. Da haben wir ihn, den Butterpilz. Erkennt man ganz klar hier an dieser stark gelben Färbung. Die ist leicht buttrige hier oben drauf. Führt zu Kotterigkeit und Kotze, wenn man eine Unverträglichkeit dazu hat. Kann zu allergischen Reaktionen führen. Oh, guck mal an, aber ne? Richtig zitronengelb, ja. Den würde man aber auch so nicht mehr essen, ne? Der ist schon zu alt, ne? Wenn man drauf drückt und es bleibt eingedrückt, dann ist er schon in der Eiweißzersetzung. Dann gibt es Lebensmittelvergiftung. Und allergische Reaktionen haben. Bei dem auch noch, ja. Genau, ja. So, jetzt kommen wir so in das Steinpilzgebiet. Oh. Eieieiei, das ist ja aber... Ja, wir haben ja erst einen Steinpilz. Also wäre der jetzt noch so hellgelb, dann würde ich sagen, okay. Aber so olivgrün, da sieht man, das Sporenmaterial ist angereift. Das sind so olivgrünsporer. Und dann ist er jetzt auch schon weit in der Eiweißzersetzung hier. Kann man sehen, der Hut, der ist ganz weich. Normalerweise Steinpilze, deswegen heißen sie ja so, sind richtig feste Pilze. So, warum hast du das jetzt gemacht? Damit er von weiter oben besser aussporen kann. Oh, jetzt haben wir hier was ganz Neues, guck mal. Oh ja, das sind auch Röhrlinge. Sandröhrlinge, auch typisch für den Kiefernwald, typisch für den Sandboden, Sandröhrling. Leicht geschuppt obendrauf, alles in Sandfarben, die dunklen Röhren. Ich habe immer gelernt, wenn du runter guckst und die sehen so aus, kann man sie essen. Ja, nicht alle. Es gibt ein paar bittere und auch giftige Arten. Was würdest du da sagen? Das ist ein essbarer Pilz, aber die sind jetzt alle hier schon zu alt. Wir werden hier noch bessere Röhrlinge finden. Ja, der bläut auch, ne? Guck mal. Oh ja, schön. Wieso Pilze reagieren, ne? Das ist völlig verrückt. Warum tut man Pilze eigentlich in einen Korb? Damit sie luftig liegen. Also es hat das was mit Qualitätssicherung zu tun? Ja, auf jeden Fall. Okay. In so einer Tüte matschen die zusammen. Ja. In einem Eimer ist auch nicht schön. Und am besten sind Körbe, die auch flach sind, damit man die schön ausgebreitet hinlegen kann. Damit die sich nicht gegenseitig matschen, so voll matschen. Ah ja, okay. Und außerdem, wenn man die durch den Wald trägt jetzt so, einige Arten, die sind sehr schnell am Sporen oder schon dabei, die sporen noch ab. Und dann kann man das überall verteilen. So nämlich. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum du hier überall was findest, weil du seit Jahren hier schon rumsporst. Genau. Hier sind große Steinpilze. Oh, hier kommt noch einer. Schön, dass du bis hierhin geguckt hast. Ich hoffe, du hast Spaß mit dem Pilzvideo. Und ich habe jetzt noch einen Tipp für dich. Und zwar findest du unten einen Link. Und wenn du auf diesen Link draufklickst, kommst du zu den besten Angeboten, die wir zurzeit haben, auf unserer Website, auf unserem Shop. Und wenn du Bock hast, ein bisschen was zu sparen, wenn du Bock hast, einfach mal zu stöbern, dann check gerne den Link aus und jetzt geht's weiter mit dem Video. Jo, das wäre doch noch was fürs Körbchen. Der ist auch schon sehr grün unten, aber der fässt sich noch hart an. Das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn das für ein Monster? Mal gucken, ob wir noch frischere finden. Der ist jetzt wirklich schon sehr grenzwertig. Der sieht schon besser aus. Das ist der schönste Steinpilz, den ich je selber in Hände gehalten habe. Der sieht noch gut aus. Damit hast du ja wirklich zwei, drei, sag ich mal, die du... Dann bist du ja schon satt. Ja. Was ist dein Lieblingspilz? Da gibt's verschiedene. Stockschwämmchen mag ich sehr gern, aber wahrscheinlich Pfifferlinge und Reizgar. So von der Konsistenz und vom Geschmack her. Das ist ja der Reizgar, ne? Das ist der Reizgar, ja. Hier ist eine richtig schöne Marone, aber da sieht man schon was. Hier sieht man schon, dass der Schimmel so durchschimmert. Das ist Goldschimmel und das ist ein allgemeines Problem bei allen Filzröhrlingen. Und die werden schnell mit Goldschimmel übersiedelt. Bei Rotfüßen hat man sogar festgestellt, dass der Goldschimmel schon im Myzel mit drin sitzt und mit dem Pilz rauskommt. Und das könnte ein Problem sein, wenn man da unachtsam erntet, dass man sich dann mit dem Goldschimmel vergiftet, obwohl man dann Speisepilz hat. Das heißt, der wäre jetzt giftig?
Das wäre jetzt ein giftiger, ja. Krass. Auf einmal. Nur weil da ein anderer Pilz wieder drauf ist. Na bitte. Oh! Der ist auch hübsch. Geil! Oh! Ja, so müssen sie aussehen. Die Röhren sind auch schon ein bisschen ins Gelbliche, aber das ist nicht so schlimm. Guck dir das an. Geil. Toll. Ja. Glückwunsch. Ja, danke. Geil, das freut mich. So muss es sein. Zack. Hammer. Also die Pilzsammler finden ja auch immer Leichen in den Filmen, ne? Ja. Ist dir auch schon passiert, oder? Nee. Gut. Aber immer wenn ich da irgendwie so entsorgte Damenschuhe oder sowas im Wald finde, dann läuft es mir auch, ja, oder? Den Rücken runter, auf jeden Fall. Oh, hier. Oh. Das ist nochmal ein schöner. Corby, guck dir das muss ein Foto von machen. Oh, ja. Das ist ja wunderschön. Oh, ist der schön. So muss er sein. Ja, schöner Fichtensteinpilz. Man wundert sich, hier sind gar keine Fichten. Aber es ist auch gar nicht nötig. Man sagt zum Fichtensteinpilz auch gemeiner Steinpilz. Das ist einfach der häufigste. Der macht mit allen Symbiose. Kann auch unter Rotbuchen vorkommen. Ja. Hast du dich selber schon mal vergiftet? Nee. Also manchmal kann einem auch die Psyche so ein kleines Spiel spielen. Und deswegen schon alleine würde ich davon abraten, wenn man unsicher ist, Pilze zu essen. Das kann wirklich dann Vergiftungserscheinungen hervorwerfen, obwohl man das nur sich alles ausdenkt. Ja, krass. Ja. Okay. Du hast gerade gesagt, wenn du jetzt einen Pilz berührst, dann was isst zum Beispiel. Kann nichts passieren, auch wenn du mal einen giftigen angepackt hast. Es gibt kein Kontaktgift. Wenn man jetzt einen grünen Knollenblätterpilz streichelt und danach die Finger ableckt, passiert gar nichts. Und das wäre der giftigste, hast du vorhin noch erzählt. Das ist der tödlichste von allen, die wir hier haben. Mhm. Man braucht schon wirklich ein Stück Pilz, das man dann schluckt und verstoffwechselt, sonst passiert da nichts. Was ist das für eine Art von Wald, sag ich mal? Ja, das hier ist ein Kiefernforst, also es ist kein richtiger natürlicher ursprünglicher Wald, das ist angelegt mit Kiefern. Aber hier gibt es schönen Sandboden und hier gibt es viel Heidebewuchs, so hier Blaubeeren, Preiselbeeren, so ein Kram, Heidekraut. Und das deutet darauf hin, dass wir hier einen mageren, nährstoffarmen Boden haben. Dazu kommt noch hier viel Moos, das hält die Feuchtigkeit. Was versteht man unter einem Symbiosebaum, wenn man da jetzt keine Vorstellung hat? Also der Baum ist darauf angewiesen, dass es Pilze gibt und andersrum. Das Pilzmyzel ist im Boden und übernimmt die Funktion der Haarwurzeln, die Bäume nicht mehr ausbilden. Bei so Sträuchern und sowas, da hat man so Haarwurzeln, die Mineralstoffe lösen, Sporenelemente lösen und sowas. Das machen Bäume nicht mehr, dafür haben die das Pilzmyzel, die diese Aufgabe übernimmt. Bereiten denen das Wasser gut auf und geben denen das Wasser mit Mineralstoffen, die gelöst sind. Und dafür gibt der Baum Zucker dem Pilz zurück als Nahrungsmittel. Und so können die sich gegenseitig unterstützen und brauchen sich. Ja. Jetzt hast du vorhin aber auch gesagt, das Thema Wälder sterben oder Waldsterben ist auch immer mehr. Wie nimmst du das so wahr? Ja, wenn man so sieht, dass im Sommer schon das Laub sich verfärbt und Kronen teilweise schon ohne Laub sind und so, dann ist das schon sehr bedenklich. Und, anders im Nadelwald, wenn man da sieht, dass da reihenweise einfach die Fichten sterben wegen Dürre, weil einfach, das sind Flachwurzler, die können kein Grundwasser ziehen. Das sind typische Gebirgsbäume. Im Gebirge wachsen die Wurzeln zur Seite und halten sich am Gestein fest. Und die Bäume können überall mit den Nadeln aus der Luft das Wasser aufnehmen und sind da jetzt nicht so drauf angewiesen, das aus dem Boden zu lösen. Die hat man hier einfach hingepflanzt und das Ergebnis haben wir jetzt. Sterben ab. Naja, also es muss ein Umdenken stattfinden bei den Menschen. Auf jeden Fall, das ist nötig. Wir müssen uns dem Klima anpassen oder noch besser ist es eigentlich, den Lebensstil, wie man bisher hatte, zu überdenken, nachhaltiger zu leben und nicht ins Unglück reinzurasseln mit Anlauf. Vorhin habe ich auch gesagt, als Städter verlernt man das, im Wald zu sein. Mhm. Wir haben ja bei uns noch die Eilenriede, ist ja noch ein riesiger Wald quasi in der Stadt, okay, bin ich aber auch super selten. Und wenn man dann aber wieder hier ist und das mal so anders wahrnimmt, und das ist ja sogar ein angelegter Wald, also ist ja noch mal was anderes. Ist auf jeden Fall schön, das mal wieder so rauszukommen und das mal wahrzunehmen. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen,
glaube ich, auch mal Pilze sammeln zu gehen. Ja. Ist ein, also für mich super beruhigend so, dann aufmerksam sein, ein bisschen abschalten. Mhm. Und natürlich heute noch eine ganze Menge dazugelernt, richtig gut. Hammer. Ja, schön. Hier haben wir wieder den Sandröhrling. Jo. Wunderschöne bestimmt auch dabei. Ja, nee. No, nee, auch nicht. Oh, hier kommt mal, die sind nochmal vielversprechend aus. Oh, der ist die aber rot. Gut. Die sind gut. Butterpilz? Ach, verdammt. Das ist ein Butterpilz? Ja, und zwar noch ein richtig guter. Der ist noch geschlossen. So kann man so am besten nehmen. Ja? Ja. Okay. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn ich alleine hier gewesen wäre, ne, ja, hätte ich die alle mitgenommen. Das ist diese Unbedarftheit, ja. Ich kann nur empfehlen, sucht euch jemanden, der richtig Plan hat und geht mit dem los. Ich glaube, das ist wirklich besser, anstatt einfach zu probieren. Und du bietest das in Hannover an, ne? Das heißt ja, also, dich kann man fragen und dann gehst ja, du mit Leuten los. Entweder das oder die Leute kommen mit einem fertigen, gesammelten Korb zu mir und ich kontrolliere den. In der Infobox könnt ihr einfach anschreiben und sagen, hey, ich habe da Bock drauf, geführte Pilzwanderung und dann geht's ab. Jo. Nicht gut. Aber würdest du die Pilze, die hier so am Straßenrand sind, sag ich mal, sammeln oder eher wegtun? Eher nicht. Pilze reichern Schwermetalle und sowas an. Also da muss man wirklich auch drauf achten, welchen Standpunkt man hat, oder Standort. Mhm. Und dann, wenn da keine menschlichen Einflüsse bisher waren, ist das ein gutes Gebiet. Okay, cool. Ja, ich probiere den mal. Machst du die Täublingsprobe? Ich mach sie. Hm. Ist es nicht. Richtig schön zu breit zerkauen. Und dann die Zungenspitze immer zum Fühlen. Mhm. 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 Ja, heftig, klar, ne? Alter, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Alter! Der erste Pfifferling. Was? Echt? Ein echter Pfifferling. Boah, die Pilzschärfe geht aber richtig ab.